So, meine lieben Gaming-Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Dark Violet. In der letzten Folge hatten wir natürlich den Giovanni getroffen, natürlich hier im Team Rocket Hauptquartier. Und jetzt, so wie es aussieht, wurden wir von Ariana zurückgeschickt worden, und zwar unversehrt. Und jetzt geht es nun direkt los mit dem Arena-Kampf gegen Erika. Deshalb sind wir auch noch hier vor der Arena. Und zwar Bismania City, Pokémon Arena, Leiter Erika. Die naturelle, naturliebende Prinzessin. Ja, es ist nichts anderes als weibliche Leute und diesmal ist der Typ nicht mehr da. Der ist wahrscheinlich irgendwohin, hat sich verschanzt. Und so wie es aussieht, hat sich die Arena auch richtig verändert. Ist auch ziemlich super. Natürlich ähnelt sich genau an die ganze Arena völlig an Heartgold und SoulSilver und die haben es richtig schön angelehnt. Und mal sehen, was jetzt dann die Arenaleiterin auf dem Kasten hat. Und ja, ich habe jetzt noch immer noch nicht Evoli und Pixie einen Namen gegeben, aber ich werde sie dann bald ändern, weil ich habe jetzt gerade erst einen Namen Beispiel bekommen von Mitsugi selbst, natürlich die Twitter-Userin, die mich auch manchmal auf meine Let's Plays guckt auf YouTube, hat mir angeboten, dass ich die Namen für Pixie Mattia, oder heißt es Mattia, wie man es ausspricht, und für Evoli halt Swag. So, als hätte Evoli einen eigentlichen Swag. Eine Sonnenbrille drauf. Ich weiß nicht, warum auf so eine Idee Swag einzusetzen für ein Evoli. Lol. Naja, mal sehen. Ich werde es aber erst im nächsten Part machen. Da jetzt meine Part-Vorräte jetzt aufgebraucht sind, muss ich jetzt heute Donnerstag vorproduzieren. Und der Part kommt jetzt dann mal erst ab morgen hoch, also genau jetzt am Freitag einen Tag hoch. Execute, okay. Dann wollen wir mal schnell wechseln zu Godzilla. Und Godzilla wird wahrscheinlich jetzt mal schön mal sie totbeißen mit Hitze. Und zwar mit Feuerzahn. Mein Make-up, naja, tut mir leid. Aber kommen wir auch ohne Trainerkämpfe durch? Nee, absolut nicht. Aber so wie es aussieht, werde ich jetzt nicht alle Trainer besiegen, aber anscheinend werde ich es lieber doch tun, damit es jetzt nicht so kurz wird, der Part. Vorerst haben wir, bis jetzt haben wir noch immer nicht den Fahrradschein bekommen. Anscheinend wird es dann sehr, sehr bald beginnen. Aber vorerst gehen wir jetzt dann wieder zurück dann nach Lavandia. Denn wir müssen sowieso noch zum Pokémon-Turm. Wir wissen ja selbst, wir haben immer noch nicht die Sylph-Scope bekommen. Aber anscheinend bekommen wir das dann von irgendwem in diesem ROM-Hack. Aber viele wundern sich jetzt, warum hat Burak sich jetzt im letzten Part etwas später entwickelt als normal? Nun, die Antwort ist ja simpel, dass es halt ein ROM-Hack ist und dass in die Leveln halt irgendwie verschieden ist. Eingestellt. Nicht mehr so originalgetreu, aber Hauptsache, wir wissen, wann die Pokémon sich immer entwickeln, wann auch immer. So, wieder mal Bisaknosp. Ich werde weiterhin Drachenwut da lassen, wer weiß, ob wir das noch brauchen. Ja,
Natürlich gibt es noch ein Postgame, das werde ich noch definitiv noch machen, weil es gibt noch ein paar Trainerkämpfe noch, also ein Trainerkampf noch am Ende. Das werde ich dann später erst machen. Wann das beginnen wird, ich habe noch keine Ahnung. Aber lasst euch überraschen. So, vorerst tun wir jetzt mal schnell unsere Pokémon heilen. Hoffentlich haben wir irgendetwas dabei. Mal sehen. Nope, überhaupt nicht. So ein Mist. Aber haben wir ein Beere dabei? Nein, nur eine Chestoberry. Oh Mann. Das hilft nur bei Schlaf. Und ja, Leute, ich weiß jetzt selbst, ich habe jetzt seit letzter Zeit nicht mehr Super Mario Sunshine hochgeladen. Es ist noch nicht beendet oder abgebrochen oder sowas. Es ist nur daran, weil ich es dann später fortsetzen werde, also im Livestream. Vielleicht kommt auch ein Livestream dann am Samstag. So Samstagabends und Sonntagabends. Livestreams mit Super Mario Sunshine. Vielleicht schaffen wir das noch weiterhin. Vielleicht mache ich noch einen Livestream. Ich weiß es jetzt derzeit noch nicht, ist auch nicht offiziell, aber anscheinend werde ich dann wieder mal Livestreams machen mit Super Mario Sunshine. Und die Dame lässt mich jetzt immer nicht mehr durch. Toll. Lol. Soll ich da jetzt mal ein bisschen vorspulen, damit wir dann endlich vorne kommen? Ach nee. Na, mach auf, Godzilla, bitte. So, fertig. Und ja, Leute, ich weiß jetzt selbst, dass viele Leute eher nur meine Let's Plays gucken, eher weniger. Also ich weiß es selbst. Für mich sind ja die Views ja eher... Okay, das ist ja sehr gut. Es ist toll, dass manche Leute sehr gerne zugucken, meine Let's Plays, aber... Viele Leute gucken ja halt immer nur diesen Spam-Bot-Video. Ich weiß nicht, wieso es so beliebt ist oder sowas, aber das ist schon jetzt ewige Zeit her. Da waren natürlich Spam-Bots, so 6 Spam-Bots, die halt Links verschicken und so weiter und irgendwelche nutzlose Kommentare reinposten. Und die Sache ist schon jetzt Ewigkeiten her und Leute fragen mich immer, ey, wieso, ich hab den Video angeguckt, hilf mir, Red, weil ich hätte da gehackt oder was. Nein, man wird nicht gehackt, wenn man das Video guckt, sondern wenn man den Link anklickt, kommt man zu einer Porno-Webseite und das ist ziemlich arg. Und ich weiß nicht, wieso Leute nicht so richtig gut verstehen auf mein Video, dass es irgendwie falsch verstehen. Die sagen einfach, ja, ich habe das Video angeklickt, ich werde jetzt wieder gehackt und so weiter. Nein, man wird nicht gehackt, sondern einfach, man darf es nicht klicken, weil es wahrscheinlich Virus oder ein Trojaner enthält. Und ja, diese wir uns kennenlernen Bots, die sind schon jetzt längere Zeit schon jetzt weg. Also man hat jetzt nichts mehr davon gehört. Das heißt, wir haben jetzt eher die Bots jetzt komplett aus dem Plattform entfernt. Gott sei Dank. Danke YouTube darüber. Aber genug um den heißen Brei geredet über den Bots und bla 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 bla. Fangen wir mal an mit dem Arena-Kampf gegen Erika. Dazu sind wir auch natürlich hier. Zwinker, Zwinker. Leider seht ihr mich nicht, wie ich zwinke. Zwinker. Aber egal. Los geht's. Hallo. Schönes Wetter, nicht wahr? Es ist so wunderbar. Oh, doch du liebe Güte. Ich müsste wahrscheinlich aus dem Häuschen sein. Willkommen. Mein Name ist Erika. Ich bin die Arenaleiterin von Prismania City. Ich studiere die Art von Blumen. Meine Pokémon sind so spezialisiert an Grastyp, ein Pflanzentyp Pokémon. Oh, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, dass du eine Herausforderung wünschst. Nun schön, ich werde niemals verlieren. Na gut, dann fangen wir mal an mit dem Arena-Kampf gegen Erika.
Aber wir sind jetzt nicht einmal 10 Minuten vergangen. So knapp 10 Minuten sind vergangen und wir sind schon jetzt gerade erst im Arena, in dem ersten, in den vierten Arena-Kampf. Ich hatte ja schon etwas ewig gedauert. Stachelschwung ist aber nicht gut. Eieieiei. Okay, Tango los. Und ich glaube, es geht jetzt down, oder? Ja, mit einem extra One-Hit. Geil. Godzilla, du bist ein Killer. Godzilla, du bist ein Killer. Das hat ja gereimt. Hey, das hat sich gereimt. Lol. Na gut, letzte Arena. Nein, das Pokémon, und zwar ist das jetzt Gliflor. Aber wir wissen schon, Godzilla ist weitaus überlegen schnell und es zerfetzt das ganze Team von Erika komplett. Lull. Oh, ich erkläre mich nun für mich besiegt. Tja. 4 von 8. Also die Hälfte haben wir schon jetzt einmal durchgezogen. Du bist ziemlich stark. Ich gebe dir nun jetzt den Regenbogenorden. So, wir gehen jetzt nun den Regenbogenorden und das bedeutet 4 von 8. Der Regenbogenorden lässt dich jetzt Pokémon, die Level 50 sind, gehorchen. Außerdem nimm das mit dir. Aber ich weiß ja selbst, dass ich im Spiel jetzt nur Pokémon, die beim Tausch sind, wenn mich nicht gehorchen, die über Level 50 sind, sondern... Ja, also Pokémon, die nicht von mir sind, sondern vom Tausch her, gehorchen dann mich nicht mehr, wenn ich dann über Level 50 meine Pokémon habe. Und... Wenn ich dann mein eigenes Team, was ich gefangen habe, über Level 50 ist, das ist auch kein Problem. Oh, da sind auch schon Daisy und Blue und Green. Matt, könntest du einmal hier rüberkommen für eine Sekunde? Yay, nun da wir jetzt alle da sind, möchte ich darüber diskutieren für einige Informationen über Team Rocket, das ich herausgefunden habe. Ja, wir sind... Ja, wir wissen es bereits schon, was du uns erzählen willst, übrigens. Blue! Wie kannst du es wagen, so zu deiner Schwester zu reden? Halt die Klappe, Green! Mein Großvater. Und erzähl mir bloß nicht, was ich zu tun... Du bist so arrogant. Du wirst niemals mal verheiratet sein, weil ein Mädchen denkt, du bist so ein... Du nimmst dich so wie ein Arsch. Alles, was du tust, ist... Genug! Also... Lass uns mal konzentrieren an die wichtigen Dinge. Wie ich schon gesagt habe, Team Rocket oder mehr... Oder eher gesagt, der Boss von Team Rocket sucht nach einem sehr besonderen, legendären Pokémon. Die brauchen Geld, die brauchen Geld dafür, um ein Projekt fertigzustellen, das möglicherweise mit einem legendären Pokémon zu tun hat, das er versucht zu finden. Warte, Daisy. Letztes Mal, als wir in Route 25 getroffen haben, sagtest du uns, ein schreckliches Monster war in dieser Welt aufgetaucht vor 13 Jahren. Hast du hier Inge das an der Identität des Monsters herausgefunden? Vielleicht ist dieses Monster ein legendäres Pokémon, das Team Rockets Boss versucht, um es zu fangen.
Ich war gerade drauf daran zu reden. Ich habe herausgefunden, dass viele Dinge habe ich gesehen, als ich euch das letzte Mal gesehen habe. Übrigens, ich habe gelesen über dieses legendäre Pokémon, das sich Deoxys nennt. Vor langer Zeit, da war ein Meteor, das einen sehr merkwürdigen Weltraumsvirus, also es enthält einen merkwürdigen Space Virus, das in die Erde rumgefallen ist. Der Meteor hat einen violetten Kristall drauf. Auf der Entstehungsinsel, eine Insel, das südlich von Kanto liegt, da ist ein Dreieck, förmliches Stein, das Migration mit einem Laserstrahl dem Meteor zu einem legendären Pokémon Deoxys mutiert. Von meiner Erforschung nach, 13 Jahre zuvor, irgendwer fand diesen Typ, diese Art von Meteor. Der Meteor nahm den Meteor in den Entstehungsinsel und versuchte Deoxys ins Aufzutauchen, zu beschwören, oder eher gesagt. Das ist was ist passiert mit Deoxys? Ich weiß es leider nicht, was passiert ist, wir erzählen darüber später. Deoxys Körper wurde zerstört. Sein gesamter Körper wurde zerstört, außer das violette Kristall, das ein Teil des Meteors blieb. Der violette Kristall ist nicht nur ein Space-Virus, es ist Deoxys Gehirn. Wenn das Space-Virus herausgefunden wird und ein Laserstrahl auswirft, und das würde Deoxys seinen Körper wiederbeleben. Wow, warte mal, Sis. Glaubst du etwa, dieser violette Stein, den ist natürlich tatsächlich ein Gehirn von dem legendären Pokémon, das der Körper zerstört wurde? Da ist einer genau hier im Museum in Moria City. Ja, genau, das haben wir schon gesehen, Leute. So. Das ist, warum das seltsame Stein im Moria City lag. Dann, warum hat Team Rocket diesen Stein nicht mitgenommen ins Museum? Ich glaube nicht, dass Team Rocket wusste, dass das legendäre Pokémon und dass das legendäre Pokémon deren Boss nachgesucht haben ins Museum. Ich besuchte das Museum nur für kurze Zeit, bevor Team Rocket aufgetaucht ist. Kevin starrte an den violetten Stein die ganze Zeit hier, als ich hier war. Vielleicht wusste er, dass Team Rocket kommen würde. Hat er etwa den violetten Stein etwa nur für irgendeinen Grund geschützt? Wer ist Cayman? Hat er etwas zu tun mit Team Rocket? Ich sag dir, wer Cayman ist. Er hat erzählt, er hasst Team Rocket und er würde sie gerne vernichten. Aber er erzählt immer Red, dass er aufhören soll, sich an Team Rockets Pläne einzumischen. Warum würde das ihm so ärgern? Du sagst mir etwa, dass dieser Cayman-Junge ein Spion für Team Rocket ist? Ja, er ist involviert in Team Rocket. Er sollte wahrscheinlich damit zu tun haben. Das ist der Grund, warum er so vieles weiß. Ich glaube, sie benutzen diesen jungen Burschen, um den extra einfachen Weg und die exakten Informationen an uns.
Das ist nicht, was ich gemeint habe. Ich denke nicht, dass Cammon ein Spion ist. Cammon versucht, weiterhin Team Rocket zu stoppen. So wie wir es tun. Und vergiss nicht, er hat unser Leben gerettet. Wenn er nicht hier wäre, wäre dann die SSN komplett in die Luft geflogen. Aber Cammon ist definitiv ein Ignorant. Er denkt, er ist stärker als uns und er könnte Team Rocket all das nur für sich selber nur schaffen. Er ist nur erst 13 Jahre alt. Er ist einfach nur ein kleines Kind. Dann, warum hat Cayman uns erzählt, dass wir aufhören sollen, dann bei dem Tempo Team Rocket einzumischen? Cayman hat sicherlich hat ziemlich eng etwas persönlich gegen Team Rocket. Er möchte sie alleine besiegen, aber er hat überhaupt keine Chance. Er soll zurückweichen und mir das überlassen. Genug über diesen Cayman-Jungen. Ich denke, wir haben genug Beweise, um das legendäre Pokémon, das Team Rockets Anführer nach Rondeoxys sucht. Ich wette, dieses Projekt, das sie arbeiten, hat irgendetwas mit dem Laserstrahl zu tun, um dieser Deoxys-Körper wiederzubeleben. Man sieht sich, Leute, wenn Cayman tatsächlich in Team Rockets Seite ist, und würde den violetten Stein tatsächlich stehlen von diesem Museum. Besser, er tut es nicht. Und offensichtlich, Team Rocket hat noch keine Ahnung, dass Deoxys ist dieser violette Stein. Das bedeutet dann, dass Giovanni versucht, Kanto zu übernehmen und will stärker sein mit Deoxys. Wenn Giovanni Deoxys schnappt, dann wäre er unaufhaltsam und niemand kann ihn übertreffen. Ich meine die Top 4. Dann wir müssen Team Rockets Pläne ein für alle Mal beseitigen und den Stein von Moria City in Sicherheit bringen. Warte. Wie kann Cayman dann... No. Woher wusste Cayman, dass Team Rocket vorhatte, die DSSN aufzublasen? Er macht doch trotzdem keine Witze, wenn er sagt, er weiß einige Dinge über Team Rocket, dann niemand anderer könnte es tun. Das klingt ein bisschen lächerlich, aber was, wenn Cayman dann Deoxys dann das Pokémon, das Deoxys fängt, um Team Rocket zu besiegen? Das wäre schlimm. Der Junge könnte nicht möglicherweise Team Rocket besiegen und alleine ein legendäres Pokémon beherrschen. Ich hasse es schwer zu schätzen, aber ich denke, du hast recht, Blue. Nicht nur wir sollen Team Rocket aufhalten, auch wir müssen Cayman davon abhalten, Deoxys zu fangen. Aber was heißt das hier? Er wird sich selber damit umbringen, wenn er Deoxys fängt. Team Rocket würde sehr viele schlimme Dinge an ihm antun. Was wichtig ist, dass wir daran konzentrieren müssen, um Team Rockets Pläne zu vereiteln, um Deoxys zu fangen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt leider los. Eine kleine Sache. Währenddessen hat Team Rocket eine Geisel im Pokémon-Turm in Lavandia genommen. Das ist, wo ich jetzt gerade hingehen werde.
Man sieht sich. Nun, ich gehe mal meine Pokémon trainieren. Man sieht sich, Leute. Boah, das war jetzt ziemlich eine lange Konversation hier. Dieser Blue... dieser Blue scheint wohl nicht an alle Sachen zu kümmern. Alles, was er kümmert, ist nur, sein Pokémon zu trainieren. Hm. Übrigens, Reds, erinnerst du dich, wenn ich gesagt habe, dass Team Rocket mehr ernsthafter reagieren? Hast du nicht mal gehört? Die haben tatsächlich einen Knocker in Route 10 getötet. Und das ist Knocker. Knockers Geist jagt nun im Pokémon-Turm großen Schrecken ein. Red, ich weiß, es ist nicht deine Schuld, dass das Knocker besiegt ist, getötet wurde, aber ich fühle darüber, dass wir es natürlich in Frieden ruhen lassen müssen, ihr Geist. Hier, nimm das. Ja, wir gehen jetzt ins Hilfscope. Das Hilfscope erlaubt uns, die Identifikation des Geistes wahrzumachen in dem Pokémon-Turm. Red, könntest du bitte dann zum Pokémon-Turm gehen, um Knockers Seele in Frieden zu ruhen? Ich weiß, das ist Team Rockets Schuld, aber wir müssen irgendwas dagegen tun, um Team Rockets Schaden wieder rückgängig zu machen. Boah, das war eine lange Konversation hier, meine Güte. Naja, das hat jetzt ein bisschen den Part jetzt in Länge gezogen. Naja, der Kampf war ja nicht so lange, aber die ganze Konversation dauerte 10 Minuten. Boah, Alter. Naja. Wir gehen auch extra noch kurz vorhin. Wir werden jetzt noch ein bisschen länger drehen, noch ein bisschen den Part. Also 2-3 Minuten drehe ich noch den Part noch, bevor es dann bald zu Ende geht. Denn wir werden dann in der nächsten Folge dann nach Lavandia gehen, zum Pokémon-Turm. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt noch direkt zum... Ja, wir können jetzt nicht dorthin gehen. Sorry, du kannst jetzt hier nicht durch. Da ist ein riesiges, Mushas in dem Weg. Ja, da ist ein riesengroßer Mushas in dem Weg. So, du musst dann warten, bis du... ein starker Mann wie mich das jetzt nun regelt. Oh Mann. Ausgerechnet jetzt, ne? Na gut. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Lavandia. Wir haben noch extra noch Zeit. So, dann lass uns jetzt mal schnell nach Lavandia gehen. Wir haben sowieso jetzt alle Trainer hier besiegt. So, da ist noch ein weiterer Trainer, aber den werde ich jetzt lieber überspringen. So, da sind wir jetzt schon mal in der Lavandia angekommen. In der nächsten Folge werden wir dann den Pokémon-Turm betreten und Knockers Seele dann in Frieden zu ruhen. Nachdem wir das Dragosso tatsächlich im Versteck von Team Rocket jetzt mal befreit haben. Andersrum hätten wir es nicht geschafft. So, wir werden jetzt mal schneller mal 10 Pokédollar rauspacken. Na gut, wir werden dann in der nächsten Folge dann zum Pokémon-Turm gehen und ich hoffe dann, morgen geht's dann hoffentlich ein Livestream mit Super Mario Sunshine, denn es wird schon langsam Zeit, dass wir dann endlich mal vorankommen mit diesem Let's Play, nachdem ich jetzt so lange Pause gemacht habe. Aber genug um den heißen Brei geredet, ich verabschiede mich jetzt von diesem Part, Leute. Falls euch gefallen hat dieser Part, dann lasst ein Daumen nach oben da und... wie immer, wenn ihr mich supporten wollt und nichts verpassen wollt auf meinem Kanal, dann abonnieren nicht zu vergessen und die Glocke aktivieren. Wäre mir lieb, denn Support ist natürlich wie immer kein Mord. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!